Guten Morgen, Leute, bei diesem genialen Sonnenaufgang hier. Es gibt spannende Neuigkeiten und zwar stellen wir uns heute die Frage, was ein E-Bike aus einem 3D-Drucker denn taugt. Mir hat die Firma Urban Engineering aus Magdeburg, das ist eine kleine Bikeschmiede, eben ihren Platzhirsch jetzt für einige Zeit zur Verfügung gestellt. Ich kann den komplett abchecken. Wir werden gemeinsam herausfinden, ob das Ding was taugt. Wie gesagt, wurde mir hier an der Stelle zur Verfügung gestellt, aber ich bin in meiner Meinung, wie sich das gehört, eben auch nicht beeinflusst. Ich kann sagen, tun und lassen, was ich möchte mit dem Ding, solange ich es auch wieder unversehrt zurückschicke, sollte alles in Ordnung gehen. Leute, wir starten mit einem kleinen Unboxing und ich würde sagen, auf geht's! Wie versprochen, starten wir hier mit einem kleinen Unboxing. Schaut euch das Ding mal an. Das ist das erste Bike, was ich jetzt überhaupt mal zugeschickt bekomme. Gar nicht so einfach, das jetzt hier von A nach B zu transportieren, obwohl es nur ein Gesamtgewicht von 14,5 Kilo hat, zumindest in der Größe Nummer M. Es gibt übrigens 5 Größen, aber ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt mal zusammen aus. Wir packen das Ding draußen aus, denn die Lichtverhältnisse, die sind hier einfach viel zu schlecht in der Garage und wir wollen doch mal sehen, wie die Farbe von dem Rahmen denn bei der Helligkeit so wirkt. Von daher packen wir es hier mal zusammen aus. Jetzt werden wir es mal hier eben vorsichtig aufschneiden. Da bin ich mal gespannt, was mich da jetzt hinter erwartet. Das ist echt ein komisches Gefühl, wenn so ein Bike nach Hause kommt einfach. Keine Ahnung, das Paket ist so extrem groß. Mal gucken, ob das jetzt hier auch so eine gute Idee ist, das im Stehen auszupacken. Kamera läuft. Ja, wir werden mal sehen, was jetzt hier passiert, wenn die Klappe fällt. War schon aufgeregt wie ein kleines Kind. Ach krass, guck mal. Okay, es kann auf jeden Fall schon mal nicht jetzt hier rausfallen. Okay, man muss es nach oben hin herausheben. Und da das Gewicht ja wirklich extrem leicht ist für so ein Bike, vor allem für ein E-Bike, werde ich das jetzt auch einfach mal. Vielleicht kann ich das mit dem ganzen Ding. Ach, ich kann es hier komplett rausziehen. Ja. Guckt mal, Leute. Krass. Tada! Hier ist das gute Bike. Ich befreie es jetzt mal von dem ganzen Zeug. So, das war's auch schon. Ich finde es echt erstaunlich, wie wenig Müll jetzt eigentlich noch hierbei ist. Sehr, sehr wenig Plastik wurde verwendet, um das Ding noch einzupacken. Das finde ich natürlich schon mal richtig klasse. Erstens aus umwelttechnischer Sicht und zweitens muss ich dann am Ende nicht wieder alles so schön zusammenpacken. Dann ist da unten noch eine Box. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt hier so... Ah, doch. Okay. Jo. So, Leute, mal gucken, was hier noch drin ist. Vielleicht ein kleines Überraschungspaket hier. Ja, ich reiße das jetzt hier einfach mal auf. Ja, hier sind 2 Kisten. Hier ist noch ein bisschen Zeug drin. Dann haben wir hier, ich glaube, Leute, das ist der 2. Akku, den man anstelle des Trinkflaschenhalters hier montieren kann. Mega cool, dass der mit dabei ist. Gucken wir uns aber in Ruhe an. Und jetzt reiße ich das hier erstmal auf und schauen wir mal. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind. An der Stelle möchte ich mich beim Urban-Team bedanken für diese Möglichkeit überhaupt erst. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass sie mir ihren Platz für euch hier zur Verfügung stellen. Ich freue mich mega darüber und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt mal an, was hier alles noch an Zubehör mit hinzugekommen ist. Zum einen haben wir ein Ladegerät. Es ist übrigens so, dass der Akku ungefähr 4,5 Stunden braucht, um wieder komplett aufgeladen zu werden. Ist eine richtig lange Zeit, wie ich finde. Weiterhin haben wir hier ein kleines Multitool mit dabei, also ein bisschen was Werkzeug für unterwegs. Und hier natürlich die Pedale, die ich jetzt noch montieren muss, werde ich gleich machen. Und dieses Heklox, das sind so Sicherungsdinger, um, ja, ich meine, den Sattel oder sowas zu sichern vor Diebstahl. Ganz kurzer Einwand dazu, es handelt sich hierbei um eine Komponentensicherung. Hexlox nennt sich das Ganze, kann man dann einfach ja zum Beispiel hier bei dem Vorbau mitmontieren, sodass es Dieben einfach schwerer gemacht wird, die Teile einfach mit einem Imbus abzuschrauben und zu stehlen. Ansonsten hier noch Werbematerial drin und Leute, das hier ist richtig cool. Ich pack's mal eben aus. Und zwar gibt es die Rahmen von Urban in verschiedenen Farben. Bei mir ist es jetzt dieses Oxid-Material, also die rötliche Farbe. Dann gibt es noch
den Ton Asphalt, es gibt Gold, es gibt Beton, so nennen sich die Farben, und hier noch Kobalt. Das ist aber nicht die einzige Sache, denn man kann das zusätzlich noch vernickeln oder verkupfern lassen. Das kostet nochmal 500 Euro Aufpreis, auf jeden Fall eine Menge. Aber wer darauf Bock hat, kann das noch machen lassen. Und wer richtig Bock hat, noch eine eigene Farbe irgendwie dem Bike zu geben, der kann sich innerhalb dieser RAL-Farben für eins entscheiden. Das kostet dann 250 Euro Aufpreis. Und so kann man eben ganz individuell hier an der Stelle ja die Rahmenfarbe bestimmen. Das finde ich mega cool. Das geht zum Beispiel bei meinem Bike von Highbike überhaupt nicht. Da, wenn man dann ein rotes Bike haben will, dann ist man auch wirklich daran gebunden an die spezielle Modellvariante. Das fand ich immer mega ätzend. Und so ist das hier auf jeden Fall schon mal ein Riesenvorteil. So, im nächsten Schritt werden wir das Bike mal eben fahrtüchtig machen zusammen. Ich habe jetzt dazu einfach mal hier den Montageständer von mir geholt. 25 Euro Lidl-Teil, aber er funktioniert auf jeden Fall. So, jetzt haben wir das mal hier montiert, dann kann auch nichts umkippen. Und jetzt müssen wir als erstes natürlich den Lenker ausrichten, denn so kann man natürlich nicht fahren. Und die Pedale montieren. Ansonsten würde ich sagen, war es das auch schon. Machen wir mal eben. Dazu nimmt man sich hier die Pedale einfach, steckt die hier vorne dran. So, und jetzt muss ich selber mal überlegen, habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Dann drehen wir das hier einmal rum und können dann, glaube ich, hier hinten gleich gegenkontern. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ja, letzten Endes einfach hier so festdrehen und dann hat man das schon erledigt. Also das geht sehr, sehr simpel. Jetzt noch hier eben die andere Seite. Ich habe mir dazu jetzt einfach mal anderes Werkzeug geholt. Dann funktioniert das Ganze noch ein bisschen was einfacher. Dann geht man hier einfach so rein und dreht die Pedale eben fest. Dann machen wir noch eben den Lenker gerade und dann sollte es auch schon losgehen. Ich glaube, dazu muss man einfach hier mit dem Multitool die zwei Schräubchen hier ein bisschen lösen. Dann kann man den gerade drehen und das sollte es dann gewesen sein. Gucken wir mal. Jawohl. Seht ihr da? Kann man das hier so ein bisschen ausrichten. Ich mache einfach mal ein bisschen mit Augenmaß. Dann passt das schon. Und dann mache ich die Schrauben hier wieder fest. Eine Sache machen wir noch und zwar bauen wir hier eben noch den zweiten Akku ein. Den kann man hier direkt in diese Halterung so reinschieben. Muss noch so ein bisschen was drücken und zack, schon ist der zweite Akku montiert. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt definitiv mal zusammen die Zeit und schauen uns dieses Design-E-Bike mal zusammen an. Dieses Bike wird komplett in Deutschland produziert. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig zu wissen. Und wir starten, indem wir uns mal konkreter auf den Rahmen konzentrieren. Dieser Rahmen entstand aus einem 3D-Drucker. Zum Thema, wie das Ganze funktioniert, zur Technik dahinter, gehen wir gleich nochmal speziell drauf ein. Ihr findet auch unterhalb des Videos Sprungmarken, sodass ihr eben die Bereiche euch anschaut oder nur anschauen könnt, die euch eben auch interessieren. Ich würde sagen, wenn man auf dieses Bike schaut, gehen wir nochmal ein bisschen was zurück, ist das erste, also der erste Begriff, den ich damit irgendwie verbinde, ist Minimalismus. Es handelt sich hierbei um ein urbanes E-Bike. Das ist wirklich auch für den Einsatz in der Stadt gedacht. Wir werden das zusammen natürlich trotzdem auch mal bei Bergen gleich ausprobieren oder auf Schotterwegen. Aber der überwiegende Verwendungszweck bezieht sich wirklich nur auf den urbanen Verkehr. Ich muss sagen, ich finde diesen Rahmen hier wirklich richtig, richtig krass von der Verarbeitung her. Nachdem der aus dem 3D-Drucker quasi kommt, wird er nochmal von Hand geschliffen, alles wird poliert und dann eben so hergerichtet, wie man ihn hier gerade sehen kann. Man muss dazu sagen, es handelt sich hierbei um ein Testbike, ne? Dementsprechend sind auch schon ja, gewisse Macken hier an der Stelle zum Beispiel vorhanden. Das wird dann, wenn ihr euch dieses Bike bestellen solltet, natürlich nicht der Fall sein. Also ich bin jetzt nicht der Erste, der dieses Bike hier mal testen darf. Ich freue mich natürlich trotzdem, dass ich jetzt noch die Möglichkeit dazu habe. Leute, warum habe ich gerade gesagt, dass ich Minimalismus mit diesem Bike verbinde? Und zwar, man sieht eigentlich gar nicht, dass es sich hierbei um ein E-Bike handelt. Also es ist ein richtiges Design-Schmuckstück, wie ich finde. Und zwar ist es so, dass der Motor hier in dem Hinterrad verbaut ist. Es handelt sich hierbei um einen 250 Watt Emotion Motor, der 40 Newtonmeter Drehmoment hat. Ich bin deshalb immer wirklich gespannt, wie gut man denn damit die Berge hier hochkommt. Zumal, ganz wichtig zu wissen, dieses Bike, und hier passt auch wieder der Begriff,
Minimalismus besitzt keine Schaltung. Also wir suchen hier vergeblich eine Schaltung, weder links noch rechts kann man hier irgendwie schalten. Es handelt sich somit um ein Single-Speed-Bike, was natürlich auch wieder perfekt eigentlich geeignet ist für die Stadt. Ihr wisst, ich mit meinem Mountainbike bin ja sehr, sehr viel mit dem Mountainbike unterwegs und da habe ich dann die 20 Gänge, was natürlich eigentlich komplett übertrieben ist. Trotzdem liebe ich es natürlich, mit meinem Bike zu fahren, aber das ist hier eben ein Bike wirklich konzipiert für die Stadt mit einem Single-Speed-Antriebssystem, übrigens nicht mit einer Kette, sondern mit einem Riemen hier, mit einem Zahnriemen aus Carbon. Schauen wir uns gleich auch mal an, wie es sich denn damit fährt. Und ansonsten ist es auch so, das ist jetzt das Erste, was mir hier direkt noch auffällt, bevor wir dann gleich zusammen in die Praxis gehen und den ersten Fahreindruck von mir mal festhalten, dass dieses Bike hier kein Display besitzt. Ja, da sind wir wieder beim Thema Minimalismus. Man startet den Motor, indem man hier kurz gedrückt hält. Machen wir mal eben. Dann geht das Bike an. Jetzt sehen wir hier den Akkustand. Wenn wir jetzt runterschalten, mache ich mal eben, dann kriegt man ein Vibrationsfeedback und dadurch, dass das jetzt hier weiß blinkt, weiß man, jetzt ist man ohne Unterstützung unterwegs. Wenn ich jetzt nochmal drücke, also jetzt haben wir hier wieder den Akkustand, ne? Wenn ich runtergehe, so, jetzt sind wir quasi ohne Unterstützung. Jetzt schalte ich einmal hoch, jetzt blinkt es grün, das heißt, wir sind jetzt in der ersten Unterstützungsstufe. Drücken wir nochmal, dann vibriert es auch zweimal und es blinkt orange. Und wenn wir noch einmal weiter drücken, dann blinkt das hier rot. Dann sind wir in der höchsten Unterstützungsstufe und wir kriegen auch nochmal ein Feedback, in dem das Ganze dreimal vibriert. Sehr, sehr minimalistisch gehalten. Ich muss sagen, das habe ich immer gesagt, ich bin eigentlich ein Freund davon, wenn man schon ein E-Bike hat, dass man eben auch diese, technische Spielerei von einem Display oder sowas hat, wo man sich eben noch was anzeigen lassen kann. Das, muss ich sagen, fehlt mir halt hier. Wobei, da kommen wir jetzt eben auch direkt zu, wenn wir mal hier vorne drauf blicken, dann sehen wir eine Halterung von SP Connect. Damit könnt ihr nämlich, und so ist das Ganze eben auch gedacht, ganz in diesem minimalistischen Gedankengang, dass ihr euer Smartphone mit dem Bike verbindet, beziehungsweise das Ganze lässt sich über eine App steuern. Werden wir uns jetzt gleich zusammen anschauen. Und dann ist es so, dann kann man einfach hier vorne, ich zeige es euch eben mal, hier hat man nämlich diese Halterungen, das sind diese SP Connect Systeme, mega, mega gutes System, Leute, ich kann es euch nur mit auf den Weg geben. Einfach hier festmachen, zack, und dann ist hier so euer Smartphone quasi ganz minimalistisch direkt vorne am Cockpit montiert. Das hat, muss man dazu auch sagen, auch immer wieder Nachteile. Ne? Im Winter leidet natürlich der Akku von eurem Handy. Wenn es draußen irgendwie hageln sollte oder so, dann ist das dem einen oder anderen auch nicht so ganz lieb, zumal diese Smartphones ja extrem teuer sind und man muss auch überlegen, es haben eben auch nicht alle Leute ein Smartphone und von daher ist das in meinen Augen eher ein Nachteil definitiv. Sobald wir den Motor angemacht haben, den man übrigens ausmachen kann, indem man hier wieder gedrückt hält, ein bisschen warten und dann geht das Ganze auch aus. Ich mache jetzt nochmal eben hier den Motor an, halte gedrückt und dann sehen wir hier direkt am Lenker, dass das Licht angeht. Zack, das ist dann automatisch an, finde ich richtig gut, hinten auch. Ich werde natürlich auch mit euch zusammen gleich herausfinden, ob das auch für die Nacht reicht, für die Dunkelheit. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, so ein kleines Ding hier einfach direkt mit dem im Lenker integriert. Aber Leute, schaut es euch an. Es ist vom Design her sowas von schick und elegant gelöst. Es ist sowas von schlicht gehalten. Die ganzen Züge, die sind auch direkt hier im Rahmen verbaut. Und man muss eine Sache erst noch dazu sagen beim Thema Minimalismus. Den Akku, den seht ihr jetzt hier. Das ist aber der zweite Akku. Ne? Der kostet auch nochmal Aufpreis, das will ich dazu auch sagen. Aber eigentlich ist es so, wenn man das Ding hier abmacht und eben auch hier diesen Halter demontiert und auch keinen Flaschenhalter dran macht, dann sieht man gar nichts. Ich werde das mal eben hier demontieren. Ja, dazu muss man den Akku hier ein bisschen was hochziehen, ist ein bisschen fummelig. Und so hat man den eben in der Hand. Ja, ist auch relativ leicht, sind auch nur, muss man dazu sagen, 200 Wattstunden, die man nochmal extra kriegt. Das sind so ungefähr von der Reichweite her nochmal 60 Kilometer zusätzlich. Hier haben wir im Unterrohr integriert einen 250 Wattstunden Akku. Der reicht für so ungefähr 80 Kilometer. Werden wir auch alles zusammen herausfinden. Aber wenn wir jetzt mal zurückgehen und uns jetzt mal ganz kurz vorstellen, dass dieses Ding, ne, das kann man auch einfach abmontieren, auch nicht dabei ist und wir dann nochmal hier nach hinten gehen. Ja Leute, was soll ich sagen? Also viel minimalistischer kann man das nicht mehr machen. Ich weiß gar nicht, was man überhaupt noch reduzieren könnte.
Klar, man kann jetzt natürlich auch hier die Schutzbleche abmachen oder sowas, aber selbst bei denen würde ich sagen, die sind so klein und minimalistisch gehalten, die sieht man kaum. Ne? Auch hier bei dem hinteren. Und ganz ehrlich, Leute, ohne Schutzbleche, vergesst es. Es sieht viel schöner aus, ich bin auch kein Freund davon. Aber sobald die Farbe nass ist, ihr habt einen Springbrunnen an eurem Hintern, der Rücken wird direkt nass, macht null Bock. Und ohne Schutzbleche geht es leider nicht. Da gibt es technisch einfach ja noch keine Lösung. Vielleicht gibt es da irgendwann mal was, aber jedenfalls jetzt noch nicht. Noch ein Punkt zum Thema Minimalismus, auch sehr, sehr auffallend für dieses Bike, wenn wir uns nochmal hier den Rahmen anschauen. Und zwar haben wir hier, ich meine, es wäre das Sattelrohr, das geht ja eigentlich immer hier nach unten. Ich zeige es euch gleich nochmal bei meinem Bike. Das ist in der Regel auch der Fall. Hier ist das so, die haben das direkt im Rahmen gelöst, dass wir hier direkt zu dieser hinteren Strebe kommen und somit eben ja, das Sattelrohr hier wegfällt. Zum besseren Verständnis noch mal kurz hier im direkten Vergleich. Also das ist das E-Bike von Urwan, ne, wo das Sattelrohr direkt nach hinten verläuft. Und bei meinem Bike, so ist das eigentlich auch gängig, hat man hier eben das Sattelrohr und das geht dann komplett nach unten. Ich bin jetzt mal gespannt, da das Urwan E-Bike ja auch keine Federung besitzt, ob dieser Rahmen, der halt hier so knickmäßig verläuft, ob der noch eine gewisse Federung mit sich bringt. Werden wir gleich mal schauen, denn es ist natürlich so, ihr könnt weder hinten noch vorne an der Gabel irgendwie einen Dämpfer erkennen. Ne? Also wir haben hier nicht so einen Dämpfer, der dann einfedert, der einfach die, ne, seht ihr das? Hier, der nimmt die Schläge einfach von der Fahrt mit auf. Und im Vergleich dazu hier nochmal bei einem Mountainbike, da ist das natürlich noch krasser. Hier haben wir 150 mm Federweg und hier einen richtig dicken Dämpfer. Das ist natürlich für den Fahrkomfort richtig gut. Aber wir müssen uns natürlich vor Augen halten, dieses Bike ist für die City gedacht. Wenn wir uns hier mal die dünnen Räder anschauen, fast so dünn hier wie Rennradreifen, mit einem sehr, sehr ja, feinen Profil, also ohne sehr viel Noppen. Von daher sollte man damit gut in der Stadt unterwegs sein. Und ich werde euch jetzt noch eine coole Sache zeigen. Und zwar, es handelt sich hierbei um die Continental Grand Prix Reifen. Und die haben einen schwarzen Reflexstreifen mit integriert. Dazu würde ich vorschlagen, machen wir doch mal eben hier die Bude zu. Und dann werden wir das Ganze mal anleuchten. Na komm. So, jetzt sind wir hier im Dunkeln. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch sehen könnt. Jedenfalls habe ich jetzt hier eine kleine Taschenlampe mal mitgebracht. Und wir leuchten das jetzt hier mal an. Kann man da was sehen? Ja, naja. Naja, also so ein bisschen schimmert es vielleicht, aber da muss man schon sehr viel Vorstellungskraft mitbringen. Oder ich guck mal gerade, fehlt da noch was drüber? Nee. Naja, also gut, den Punkt, vergesst den mal, so richtig leuchten tut das Ganze nicht. Ganz kurz, wenn man so hier drauf leuchtet, dann kann man diesen schwarzen Reflexstreifen erkennen. Ich habe da vielleicht gerade einfach, seht ihr das? Also es ist schon so, dass dieses Rad, dass dieser ja, Reflexstreifen ein bisschen was reflektiert. So ist wahrscheinlich einfach ja, ein falscher Winkel gewesen. Schauen jetzt mal, wenn wir doch hier schon die Garage zu haben, wie hell denn dieses Licht hier überhaupt ist. Ja, es wirft auf jeden Fall hier schon mal einen Lichtkegel. Gucken wir mal nach hinten. Was ist das hier? Ach, die Sonne, die scheint hier rein. Ich sag gerade, was haben wir denn hier jetzt noch für ein Licht? Ja, das sind die Rücklichter, die direkt mit integriert sind. Also das finde ich eine mega coole Sache, wenn das in einem System einfach so drin ist. Das kann sich doch durchaus sehen lassen. Und vielleicht nehme ich mal das Bike hier eben. Und, boah Leute, eine Sache noch, die will ich jetzt mal eben loswerden. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Es ist ultra leicht. Also das ist so krass. 14,5 Kilo, wobei ich ja sogar gerade hier noch den zweiten Akku montiert habe, der auch nochmal was wiegt. Aber das ist sowas von leicht, also das ist sowas von leicht. Das sind knapp 10 Kilo Unterschied zu meinem Trekking-Highbike hier. Mountainbike wiegt, glaube ich, nochmal sogar ein Kilo mehr. Also das ist an der Stelle schon mal ein riesen Vorteil. Jetzt wollen wir aber mal eben hier durch die Garage leuchten und zwar mit dem integrierten Schein. Leute, guck mal, das ist hell, ne? Das ist schon krass hell. Ich werde es auch bei Nacht mal fahren, aber jetzt hier so auf den ersten Eindruck richtig gut. Wird Zeit, dass wir uns aufs Bike schwingen und mal den ersten Fahreindruck zusammen festhalten können. Ich muss ja sagen, bei so einem urbanen Bike ist die Verlockung groß,
ohne Helm zu fahren, weil man hat so ein Gefühl, keine Ahnung, man hat so ein bisschen Büroklamotten an, einfach das Bike nehmen, das ist so leicht, einfach raus und fahren. Aber das gewöhnen wir uns am besten gar nicht erst an, von daher nach wie vor mit Helm unterwegs, mit Pilzkopf, wie sich das gehört, und jetzt fahren wir zusammen raus. Junge, 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 Leute, wo soll ich jetzt hier anfangen mit meinen Eindrücken? Ich bin jetzt hier ein paar Runden um den Block gefahren und ja, Junge, also Fahrgefühl, dieses kleine, dieses Rennradmäßige, ne, dass man so agil nach vorne sitzt, also dass die Lenkposition, ne, dass man hier den, ja, wie beschreibe ich es? Es ist unbeschreiblich gerade, ein ganz anderes Fahren als mit den Bikes, mit denen ich bisher gefahren bin. Ich muss das jetzt erstmal verarbeiten und ein bisschen was sortieren. Also erstens mal, ich bin jetzt hier eben ohne Display unterwegs und ich bin da kein Freund von, ganz ehrlich. Also mir ist es lieber, ich sehe auch, wie schnell ich fahre. Ich habe da so eine Anzeige, so ein bisschen was farbliche Spielerei. Das finde ich irgendwie immer ganz cool. Aber ansonsten, ich bin trotzdem jetzt einfach gefahren und habe hier den Eindruck, gewinnen können. Diese dünnen Reifen, also es ist sowas von ein leiser Sound, man hört nichts. Also beim Fahren, ne? Keine Rollgeräusche, kein Rollwiderstand, gar nichts. Mega, mega cool. Und dann, was ich halt gerade sagen wollte und nicht so gut zum Ausdruck bringen konnte, dass man einfach so nach vorne gebeugt sitzt und wirklich so mobil, agil, ja, zielgerichtet nach vorne irgendwie unterwegs ist. Hinzu kommt zwei Dinge, die dieses Gefühl, glaube ich, auch erzeugen. Zum einen eben, dass es ein Single-Speed-Bike ist, dass man eben keinen zweiten Gang oder sowas hat. Ich war die ganze Zeit drauf und dran, wenn ich an der Ampel angehalten habe, dass ich hier schalten wollte, ne, runterschalten wollte, wie man das eben macht, ist hier nicht der Fall. Und zweitens eben, was dafür sorgt, ist hier, gehen wir mal eben hier rüber, Leute, der Riemenantrieb, ohne Witz. Ich bin jetzt in meinem Leben einmal Riemenantrieb gefahren, und zwar bei den Turn-E-Bikes. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, und auch hier wieder, das ist einfach klasse. Man hat keine metallischen Schaltgeräusche, es gibt ja hier eben auch gar keine Schaltung, aber auch dieses Schleifen der Kette oder sowas. Jetzt fahren wir eben ohne Display. Bedeutet, ich halte hier ein bisschen was gedrückt, dann geht das Ding an, es reagiert auch per Vibration. Akkustand grün, ich schalte jetzt einmal nach unten, bin jetzt in der weißen Stufe, das heißt, ich fahre jetzt mal ohne Akku einfach los und zeige euch das mal. Also was heißt zeigen? Ich kann jetzt nur von sprechen und ihr müsst mir einfach jetzt mal glauben. Und zwar am Anfang, das ist wahrscheinlich generell bei diesen Single-Speed-Bikes so, hat man das Gefühl, dass man ist in einem zu hohen Gang. Also man muss erstmal ein bisschen was Kraft aufbauen, man braucht erstmal ein paar km/h, bis man eben das Gefühl hat, man ist auch im perfekten Gang unterwegs. Jetzt, wenn ich hier so rolle, ich schätze mal so, ja, 10, 15 km/h fahre ich gerade, mit lautem Wind wahrscheinlich, sorry dafür, hat man das Gefühl, jetzt ist man optimal unterwegs. Und ich kann eben, ich drehe hier mal, der Wind ist doch zu stark, ich kann eben fahren, ohne dass ich halt den Akku nutze. Ich brauche jetzt gerade gar keinen Motor. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Sache. Ich werde jetzt aber mal eben hochschalten. So, jetzt sind wir in der grünen Unterstützungsstufe, also in der ersten. Ja, und jetzt kommt Kraft, aber nicht allzu viel Kraft. Also, wie beschreibe ich das? Man merkt sie auf jeden Fall. Ich muss auch hier immer aufpassen, dass ich hier keinen Unfall baue. Man merkt die Kraft, aber es ist jetzt nicht so, dass man, wie zum Beispiel bei meinem Highbike da, wenn ich auf Eco Plus schalte, ist es etwas mehr Kraft, die man merkt. So, jetzt schalten wir noch einmal weiter hoch. Das reagiert auch mit Vibration, hätte ich mir aber an der Stelle noch ein bisschen was stärker gewünscht. Und jetzt sind wir im orangenen Modus und jetzt ist es schon deutlich spürbar. Jetzt, boah, Leute, ey, krasses Feeling, krasses Fahrgefühl. Jetzt bin ich hier mit so einem urbanen Bike unterwegs. Hätte ich auch nicht gedacht. Wie gesagt, auf der orangenen Stufe, also Stufe 2, jetzt noch einmal drücken. Jetzt wird das hier rot, das blinkt dann kurzzeitig rot. Und geht dann wieder in den Akkuzustand, denke ich mal. Das finde ich auch so ein bisschen blöd, denn Wind ist zu doll, tut mir leid. Denn man weiß dann manchmal nicht, in welcher Stufe man ist. Also das hätte ich mir anders gelöst, gewünscht. Aber jetzt bin ich in der höchsten Unterstützungsstufe. Boah, und jetzt merkst du den Schub direkt. Jetzt, oh, doch, den merkst du. Diesen Schub, den merkst du auf jeden Fall doll. Es ist immer noch nicht so, wie wenn ich jetzt auf High fahre. Da habe ich ja die 75 Newtonmeter Drehmoment. Wobei ja Drehmoment auch nicht alles ist. Aber jetzt ist das schon, boah, ey, es ist so ein krasses Fahren. So leise, so ruhig, so agil, so,
keine Ahnung, so minimalistisch irgendwie. Ganz komisches Gefühl. Ich hoffe, ich kann das hier auf der Kamera halbwegs festhalten. Und meine Laberei, die ist nicht zu wild und durcheinander. Ich hoffe, der Sound geht jetzt hier fit. Jetzt soll er mal eben überholen. Nee, macht er nicht. Laber ich doch einfach weiter, entgegen der Sonne. Ja, Leute, und das Cockpit hier, ich versuche es mal eben so zu zeigen. Da ist nichts, ne? Man kann einfach nicht schalten. Es geht einfach nicht. Total komisch. So, jetzt überhol doch mal hier. Jawohl. Jetzt geht es hier ein bisschen berghoch. Mal gucken. Höchste Unterstützungsstufe habe ich an. Ja, dann kommt der Motor. Der Motor kommt, wie gesagt, hier hinten im Hinterrad verbaut. Aber es ist nicht so das Gefühl, als würde er mich jetzt brachial hochschieben. Das muss man da auf jeden Fall zu wissen. Jetzt fahren wir hier den Berg nochmal kurz zusammen hoch. Und dann würde ich sagen, so, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich hier schon reintreten. Jetzt muss ich hier schon Gas geben. Ja, also es ist kein E-Bike, wo man einfach nur voll entspannt fahren möchte und am liebsten gar nicht mehr treten will, wobei ja dann irgendwie auch der Sinn natürlich verloren geht. Hier muss man schon Gas geben. Ach Leute, ey, muss das jetzt hier so windig sein? Fahren wir eben hier ran. Ah, ey, krass. So, das muss ich noch mal eben auf mich wirken lassen. Zwei Dinge, die mir gerade noch einfallen, die wir noch mal eben zusammen durchgehen, und zwar Gepäckträger, den man übrigens bis zu 20 Kilo belasten kann, und es gibt auch die Möglichkeit, hier vorne noch einen ein Gabelgepäckträger, ich meine, das heißt Gabelgepäckträger, zu montieren, sodass man eben noch die Möglichkeit hat, Taschen zusätzlich hinzuzufügen. Man muss dazu aber sagen, dieses Bike sollte man mit ungefähr 100 Kilo nur belasten, also Fahrer plus Gewicht. Das ist so eine Sache, ne? Es ist nicht allzu viel. Hätte man sich was mehr gewünscht, ist wahrscheinlich einfach aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen an diese Rahmenkonstruktion, an den Rahmenbau, ist dem Ganzen quasi geschuldet, gehe ich mal von aus. Es ist ja oft so, dass ich sage, warum kann man nur irgendwie 120 Kilo oder sowas zusätzlich zum Bike eben belasten, eben Fahrer plus Gepäck. Hier sind es jetzt nur 100, ist ein bisschen schade auf jeden Fall, aber so ist das eben. Ich wollte eigentlich zwei ganz andere Dinge sagen, und zwar die Griffe. Das sind Griffe von Ergon, das ist ein Spezialist dafür, da muss man wirklich sagen, sehr, sehr angenehm. Das ist dann hier einfach mit einer breiteren Auflagefläche, Gummibeschichtung, ja, wie lange das jetzt hält, ist eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmes, griffiges Fahren. Ebenso der Sattel, der ist auch von Ergon, hat eine große Auflagefläche, da merke ich gar nichts, also sehr, sehr angenehm. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt auch noch was, was ich direkt mal auf den ersten Eindruck hin als letztes festhalten möchte. Und zwar, das Bike ist ja nicht gefedert, weder vorne noch hinten, aber es ist trotzdem jetzt so, dass wenn man hier auf normalen Asphalt fährt, eben im Stadtgebiet einfach, dass man da angenehm fahren kann. Ich habe jetzt keine Rückenschmerzen, bin jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten oder sowas hier rumgefahren, ist jetzt auch nicht so lange. Werden wir aber alles in weiteren Tests noch herausfinden, ob das dann doch irgendwann nervt. Aber ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass der Rahmen hier so geknickt ist, ob der eine federnde, eine dämpfende Wirkung hat. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Es ist jedenfalls ein sehr angenehmes Fahren. Neuer Tag, neues Glück. Leute, heute mit der App unterwegs. Ich muss natürlich bei Emotion nachschauen und da eine App runterladen, denn der Motor ist ja nicht von Urwan, sondern von Emotion. Das habe ich auch gemacht. Ich bekomme es leider nicht hin, warum auch immer, das Bike mit der App selber zu koppeln. Hier könnt ihr dennoch mal sehen, wie das Ganze aussieht. Und zwar ist es so, ja, das ist so das Cockpit. Wenn alles richtig eingestellt ist und ihr dann fahrt, dann seht ihr eben hier die km/h, oben den Akkuzustand und noch ein paar andere Dinge. Wenn wir jetzt hier mal in die Einstellungen reingehen, dann kann man hier nämlich mit einem neuen Bike koppeln. So, und wenn ich da draufklicke, dann funktioniert es einfach nicht. Hier steht noch keine Verbindung zum System. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt mehrere Dinge ausprobiert, habe auch probiert, das auf dem Computer zu machen, aber leider funktioniert das Ganze nicht. Was man dazu noch sagen kann, und zwar, man kann hier nochmal auf konventionell gehen, dann gehen wir hier nochmal auf die Marken. Jetzt können wir einmal schauen, mit welchen Systemen das Ganze funktioniert. BH Bikes kenne ich zum Beispiel auch noch, Schindelauer, Bianchi, ein sehr, sehr bekannter Hersteller. Und ja, Lapierre auch, Simplon sogar, oh, da sind einige dabei. Und hier eben auch Urwan. Aber ich bekomme es leider nicht hin, dass das Ganze gekoppelt wird. Vielleicht muss die App nochmal aktualisiert werden. Wie auch immer, wir schauen uns jetzt einfach hier den Bereich mal an. Ich nehme euch jetzt nochmal mit auf eine kleine Fahrt und dann zeige ich euch das hier nochmal. So, willkommen auf dem Bike, hier bei herrlichstem Wetter. So sieht das Ganze dann aus. Vom Cockpit her könnt ihr euch auch mal jetzt einen Eindruck von machen.
richtig genial, hier wieder bei dem Wetter zu fahren. Richtig, richtig gut. Wir wollen doch jetzt im nächsten Schritt dann auch mal zusammen herausfinden, wie es sich mit diesem Bike denn auf Schotterwegen fährt. Also hier auf diesen wassergebundenen Wegedecke, so nennt sich dieses Material, fährt es sich auf jeden Fall richtig angenehm. Das macht überhaupt nichts aus. Aber wir müssen jetzt natürlich auch mal zu gröberem Schotter kommen. Jedenfalls, ja, klasse. Die Anzeige gefällt mir auf jeden Fall gut. Wenn das Ganze dann auch noch mit dem Bike gekoppelt wird, wie das natürlich auch gedacht ist. Und zwar ist es so, sobald man das Bike anmacht und ein Handy mit Bluetooth in der Nähe ist, dann koppelt sich das. Hat bei mir aber nicht funktioniert. Mein Handy erkennt das Bike nicht. Vielleicht kriege ich es auch irgendwie nicht aktiviert oder es ist irgendwie deaktiviert. Aber ich habe alles Mögliche probiert, mir alles dazu durchgelesen. Sollte ich jetzt irgendwas falsch gemacht haben und das im Nachhinein erfahren, dann schaut unterhalb des Videos in den Kommentaren. Da werde ich meinen eigenen Kommentar anpinnen und euch da ein paar Informationen dazulassen. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, keine Ahnung. Jetzt suchen wir uns aber erstmal Schotterwege. Wenn man ihn braucht, Leute, findet man ihn nicht. Die Rede ist von Schotter. Hier ist so ein bisschen was. Bin jetzt hier gerade ein paar Mal auf und ab gefahren. Also man merkt natürlich schon, dass das Bike dafür nicht ausgelegt ist. Ist aber dennoch, ja, kein Problem. Hier, auch wenn es ein bisschen was matschiger ist, man kann da auf jeden Fall, hier, es poltert schon stark, ne? Also man kriegt die ganzen Schläge schon in den Rücken und sonst was. Aber ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen was unfair hier, dem Bike so einen Test zu unterziehen, denn ja, es ist dafür nicht ausgelegt, aber es geht auf jeden Fall. Ich meine, war auch nicht groß anders zu erwarten, aber einfach, dass ihr das auch mal mit auf dem Schirm habt. Man kann ja trotzdem fahren, wenn das mal so ein paar Meter lang geht. Die Reifen sind halt auch einfach, ne, sehr, sehr dünn. Wenn ich jetzt hier einfach mal durch den Schlamm fahre, man muss halt schon aufpassen einfach, ne. Das dazu, und jetzt wollte ich euch noch ganz kurz einmal den Sound des Motors ein bisschen näher bringen. Also jetzt machen wir mal die höchste Unterstützungsstufe an. Ich halte das Mikrofon nach unten und ihr könnt selbst mal hören. Er ist sehr, sehr leise, der Motor. Man hört es während der Fahrt eigentlich nicht. Wenn man dann so bei 20 km/h ist, dann sind die Windgeräusche so laut, dass man eben den Motor eigentlich auch gar nicht mehr hört. Aber ihr könnt selbst mal hören. Ich nehme an, der Wind war lauter als die Motorgeräusche. Jedenfalls Motor sehr, sehr leise. Das ist sehr schön. Eigentlich wollte ich euch jetzt genauer den 3D-Druck eben erklären. Also wie der Rahmen dieses Bikes eben genau hergestellt wird. Ich könnte Begriffe in den Raum schmeißen wie Laser, Schmelzverfahren, Fügetechnik und. Aber es ist so, beim genaueren Durchlesen der Beschreibung, wie das Ganze abläuft, ist es mir einfach klar geworden, dass ich von dieser Technik, von dem Ablauf zu wenig Ahnung habe. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, da genauer drauf einzugehen. Stattdessen werde ich euch jetzt unterhalb des Videos etwas verlinken. Da können sich diejenigen unter euch, die sich dafür genauer interessieren, da speziell zu einlesen, bevor ich hier was Falsches erzähle. Und ich finde, ich werde dem Ganzen damit auch nicht gerecht, weil das scheint mir, dass das so eine spezielle Technik ist, so eine aufwendige Arbeit einfach, wo auch viel Handarbeit gefordert ist eben. Da wäre meine laienhafte Erklärung auf jeden Fall, würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Von daher Informationen unterhalb des Videos in der Beschreibung. Ansonsten machen wir jetzt weiter. Ich werde jetzt ein paar Fahreindrücke noch sammeln, noch mehr Kilometer einfach machen und dann geht es noch weiter zu einem kleinen Fazit. Eigentlich ist das hier komplett das falsche Terrain für dieses E-Bike von Urwan. Leute, bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang wird es aber dennoch hier Zeit für ein kleines Abschlussfazit. Ich möchte nochmal alle Dinge zusammenfassen, die ich auch heute im Laufe einer kleinen Tour zu einem schönen See sammeln konnte. Und zwar ist es so, man ist mit diesem E-Bike
immer etwas schneller unterwegs als 25 km/h, jedenfalls gefühlt. Ich bin heute ohne App unterwegs gewesen, aber dadurch, dass man einen Gang nur hat, will man irgendwie auch immer in der optimalen Trittfrequenz einfach fahren. Dadurch ist man einfach die ganze Zeit bemüht, Gas zu geben. Dadurch hatte ich echt das Gefühl, durch die Stadt zu fliegen. Man muss auf jeden Fall richtig aufpassen. Und ich kann auf jeden Fall auch eine Sache widerlegen, die ich so ein bisschen im Internet gelesen hatte. Und zwar, dass der Tretwiderstand ab 25 km/h irgendwie zu stark sein sollte oder sowas. Wie zum Beispiel bei dem Bosch-Motor der zweiten Generation, soweit ich mich recht erinnere. Da war das ab 25 immer so das Gefühl, als ob man gegen so eine Wand tritt. Das ist hier auf keinen Fall der Fall. Will ich ganz klar betonen. Es ist eher so, da wir halt hier nur einen Gang haben, dass man beim Anfahren eben das Gefühl hat, das ist sehr, sehr mühselig und man muss schon sich ein bisschen was anstrengen. Das kann in den Städten auch ein bisschen was nerven, da man da ja häufig anhalten muss an Ampeln. Wenn man aber den Motor hier auf die höchste Unterstützungsstufe schaltet, dann ist es so, wird auch dieses Anfahren angenehm. Also es bleibt nicht so unangenehm, in Anführungsstrichen, wie wenn man jetzt ohne Unterstützung losfährt. Da muss man schon ein bisschen was Gas geben. Nach der fünften, sechsten Umdrehung wird es dann spürbar einfacher. Und das ist einfach eine Sache, die mir heute im Verlauf der Tour aufgefallen ist. Das nächste, was ich jetzt ansprechen wollte, ist das, habe ich nämlich noch nicht gesagt, und zwar den Akku, also den Standardakku, der hier im Unterrohr integriert ist. Den kann man nicht entnehmen. Das bedeutet, ihr könnt das Bike nur hier laden. Das ist so eine Sache. Bei mir in der Garage habe ich keinen Stromanschluss. Auf jeden Fall in meinen Augen. An der Stelle nochmal ein Nachteil. Den anderen Akku, den könnt ihr natürlich mitnehmen, einfach aufladen. Wobei, dazu soll gesagt sein, hat nochmal Aufpreis 600 Euro. Und Leute, jetzt sind wir schon bei dem unangenehmsten Thema überhaupt. Preise. Das Bike ist teuer. Das geht los ab 4000 Euro. Und je nachdem, was ihr noch für Zusatzteile holt, wenn ihr jetzt hier noch die Schutzbleche montieren lasst oder den Gepäckträger hinten sowie vorne oder es gibt zum Beispiel noch einen Wandhalter, da könnt ihr das Bike in eurem Büro oder sowas aufhängen. Kostet auch nochmal 180 extra oder sowas. Ihr müsst dann nochmal speziell nachgucken, wenn euch das interessiert. Es ist jedenfalls so, das will ich nicht abstreiten, dass dieses Bike auf jeden Fall teuer ist, aber man muss sich da immer noch mal ein paar Dinge vor Augen führen. Erstens bekommt man hier ein Bike, was wirklich vom Design her, also wem das Design viel wert ist, ja, der bekommt hier ein Bike, was einfach ein ausgefallenes Design hat vom Rahmen her. Es ist einfach so, dass ich so eine Art Rahmen noch nie gesehen habe. Ich muss sagen, die Qualität, die wirkt, es wirkt einfach massiv, es wirkt hochwertig, es wirkt individuell. Und wer darauf Bock hat, der ist hiermit auf jeden Fall gut bedient. Das Zweite ist, was man sich da vor Augen führen muss, dass dieses Bike nicht von einem Großkonzern produziert wird, sondern eben von einer kleinen Bikeschmiede, von einer Bike-Manufaktur. Die sind, ich meine, seit 2013 da dran, entwickeln das Ding weiter, beziehungsweise der Platzhirsch ist ja jetzt neu dazugekommen. Vorher lag der Fokus beispielsweise auf dem Stadtfuchs, einfach einem urbanen, normalen Bike ohne Motor. Und es ist einfach so, dass so eine kleine Firma natürlich die Preise höher ansetzen muss. Das Dritte, Leute, alle E-Bikes sind einfach extrem teuer. Ne? Das soll jetzt keine Rechtfertigung oder sowas sein. Ich will den Preis auch gar nicht schönreden. Es ist ein Haufen Geld. Dafür investiert man eben auch in ein Unternehmen, was in Deutschland produziert und wo einfach ja, junges Blut drin steckt, wo sich Leute motivieren und bemühen, eben ein gutes Produkt auf die Beine zu stellen. Und ich denke, dass mit diesem Urban-Bike hier auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz gelungen ist. Es macht eine Riesenfreude, damit zu fahren. Man hat das Gefühl, man fliegt durch die Stadt, eben auch durch den Riemenantrieb, der übrigens auch, das muss man auch mal ganz kurz dazu sagen, das ist nämlich eine besondere Schwierigkeit, wenn man so einen Rahmen konzipiert, denn man kann einen Riemen, also so einen Carbonriemen hier nur austauschen, indem man den Rahmen öffnet. Und das ist natürlich irgendwo eine Schwachstelle, die muss man auch erstmal integrieren. Und hier könnt ihr sehen, man kann hier die Schraube lösen und dann eben den Riemen wechseln. Das liegt halt daran, dass man so einen Riemen nur an einem Stück produzieren kann. Also man kann ihn nicht irgendwie trennen, keine Ahnung, wie eine Kette, wo man ein Kettenschloss hat, was man aufmachen kann, sondern ein Riemen ist hier entsprechend ja, in einem Stück gefertigt. Von daher ist das eine Sache, die auch sehr, sehr gut umgesetzt worden ist. Und ansonsten muss ich sagen, was mir nochmal ganz positiv aufgefallen ist, und zwar, dass das Bike so leicht ist. Diese 14,5 Kilo, die das wiegt, lassen sich auf jeden Fall auch super irgendwie in eure Wohnung tragen, ins Treppenhaus hoch, habe ich auch mal ausprobiert. Gar kein Problem, ich musste es ja eben auch machen, weil ich unten keinen Stromanschluss hatte. Natürlich eine Sache, die ja, auf jeden Fall nicht ganz so gut ist, aber so ist das eben, alles hat Vor- und Nachteile und ich werfe jetzt nochmal einen letzten Blick auf meine Notizen, ob ich hier eben alles zu gesagt habe. Ach genau, die Bikes, die werden quasi auf Anfrage hin produziert
Und dementsprechend sind keine großen Lagerflächen oder sowas notwendig. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Dadurch kann das Unternehmen natürlich ressourcenschonender arbeiten. Und ja, das ist ein Punkt, den ich an der Stelle auf jeden Fall auch erwähnen wollte. Ansonsten habe ich noch eine letzte Sache. Ach genau, bei Nacht bin ich auch gefahren. Das geht auf jeden Fall in Ordnung. Das Licht könnte etwas heller sein, vor allem wenn man in der Kurve unterwegs ist. Aber die Städte sind sowieso ausgeleuchtet. Dafür ist das Bike ja gedacht. Und die Straßenbeleuchtung, die erfüllte auf jeden Fall ihren Zweck. Man kann sich jetzt, das ist jetzt auch der letzte Punkt, den ich hier noch mit euch teilen möchte, die Frage stellen, und diese Frage habe ich mir heute auch im Laufe meiner Tour nochmal gestellt, ob man überhaupt ein E-Bike in der Stadt braucht, ob es nicht reicht, wenn man mit einem normalen Fahrrad unterwegs ist, zum Beispiel halt mit dem Stadtfuchs von Urban, wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber Leute, ich muss sagen, es ist einfach, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich glaube, man muss es mal ausprobiert haben, überhaupt mit einem Fahrrad zu fahren, was einen durch einen Motor, durch einen Elektroantrieb eben unterstützt. Ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn man einfach mal an den Punkt kommt, wo man nicht mehr so viel Lust hat zu treten, wenn man einfach nach Hause rollen möchte, dann ist es einfach mega cool, hier hochzuschalten und eben ja durch die Stadt zu fliegen. Und von daher, ich würde definitiv jetzt nach diesem Video, nach diesen Tagen, die ich das Bike jetzt hier getestet habe, sagen, dass ein urbanes E-Bike definitiv seine ja, Daseinsberechtigung hat. Kann man natürlich drüber streiten. Der eine sagt, kannst du alles mit einem normalen Fahrrad machen. Aber das ist eben auch so die Sache. Jeder muss das für sich selber entscheiden. Das ist hier ein Angebot, dieses Bike. Ihr müsst das nicht nehmen. Ihr könnt andere Bikes nehmen und wie auch immer. Ihr könnt mit einem normalen Fahrrad fahren, wie das eben so ist. Leute, ich verliere mich jetzt langsam schon in einem zu langen Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Ich werde dann die Fragen, die ich nicht beantworten kann, eben beim Hersteller erfragen und euch darauf dann eine Antwort geben. Und ansonsten noch der Hinweis darauf, wenn ihr weiterhin Bock habt auf dieses Bike, bleibt dran, zumindest noch bis nächste Woche, denn ich werde mir das Bike hier noch schnappen und eine extrem lange Tour damit machen. Da werde ich mit Sicherheit noch mal ein paar weitere Dinge herausfinden, die man erst über eine längere Strecke herausfinden kann. Und ich denke mal, ich werde mich aufmachen, den Rhein runter Richtung Koblenz, eine richtig coole Tour mit euch machen. Wenn ihr Bock habt, seid dann auch wieder gern dabei. Auf geht's für mich nach Hause. Vielen Dank nochmal an Urban für die Möglichkeit, den Platzhirsch einige Tage lang testen zu können. Leute, schaut gerne mal auf der Webseite des Herstellers nach. Macht euch selber schlau, holt euch Informationen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es gut und bis dann. Ciao.